Es geht weiter mit Aufgabe 2 aus dem Wintersemester 14 und 15. Da geht es hier um eine Einschalt- oder Einschaltvorgänge, werden hier bearbeitet. Und da haben wir folgende Schaltung. Wir haben hier vorne haben wir eine Spannungsquelle. Diese Spannungsquelle können wir, wenn der Schalter in Schalterstellung 2 geschaltet ist, dann fließt hier ein Strom durch den Widerstand R2, durch die Spule L und hier wieder zurück. Also dann haben wir hier einen geschlossenen Stromkreis und in der Spule kann sich ein Magnetfeld aufbauen. Dann die zweite Möglichkeit ist, wir können den Schalter in Schalterstellung 1 bringen. Dann haben wir hier einen geschlossenen Stromkreis und die Spule kann weiterhin Strom hier durchschieben und dann wird das Magnetfeld in der Spule wieder abgebaut. Aber erstmal langsam und erstmal zur Aufgabe A. Der Schalter ist seit langer Zeit in Schalterstellung 2. Es fließt ein Strom I 5 Ampere durch den Schaltkreis. Bestimmen Sie den Widerstand R1. Okay, da muss man Folgendes wissen. Der Schalter ist sehr lange geschlossen. Das heißt, der ist hier zu. Und dann schaut die Schaltung folgendermaßen aus. Wir haben hier unsere Spannungsquelle. Wir haben hier unseren Widerstand R1. Hier haben wir unsere Spule und der Strom I sind 5 Ampere. Jetzt muss man wissen, eine Spule, wenn man sie so zeichnet, sieht man es auch ganz gut, die Spule, wenn der Schalter lange Zeit geschlossen ist, wirkt die Spule wie ein Kurzschluss. Das heißt, die Spule kann ich durch einen Kurzschluss ersetzen und das hat dann zur Folge, dass die Spannung, die hier über den Widerstand abfällt, die gleiche Spannung ist, wie die Spannungsquelle hier liefert. Das heißt, ich kann hier ganz einfach mit U ist R mal I den Strom berechnen und kann einfach sagen, I sind gleich, wir müssen R berechnen. Also R ist gleich U durch I. Wir wissen, die Quelle hat 10 Volt, der Strom, der fließt, sind 5 Ampere. Und dann kommt man sofort drauf, dass der Widerstand 2 Ohm betragen muss. Können wir gleich mal hinschreiben, 2 Ohm. Und der hier hat 3. Ich schreibe es wieder rein, so wie ich das gewöhnt bin. Gut. Nun wird der Schalter S zum Zeitpunkt T gleich 0 für 25 Millisekunden auf Schalterstellung 1 umgelegt. Bei T2, 25 Millisekunden, wird der Schalter wieder in Stellung 2 gebracht. Zeichnen Sie den Verlauf von I und UL im Bereich zwischen minus 5 und 50 Millisekunden in die Abbildung ein. Bestimmen Sie hier zunächst die jeweiligen Zeitkonstanten Tau der Schaltung, berechnen Sie dann jeweils die gesuchten Größen nach 0 Millisekunden, 5 Millisekunden. Warum sollen wir das nach 5 Millisekunden berechnen? Ja, okay. Und zeichnen Sie diese ein. Okay. Also. Den Bereich, das ist t kleiner 0 Millisekunden. Für diesen Fall wissen wir ja alles schon. Wir wissen unseren Strom. Der Strom sind 5 Ampere. Und die Spannung, die wir einzeichnen müssen, wir müssen ja UL einzeichnen. UL. Wir wissen ja, wenn das ein Kurzschluss ist, dann ist die Spannung 0. Also das kann man eigentlich immer sofort einzeichnen. Also die Spannung. Also UL ist blau und unser Strom ist rot und den können wir auch einzeichnen. Der beträgt die ganze Zeit 5 Ampere. Okay. Jetzt Zeitpunkt T gleich 0 Millisekunden. Dort wird der Schalter in Schalterstellung 1 gebracht.
der Stellung 1, dann zeichnen wir schnell das Ersatzschaltbild. Wir haben hier unseren Widerstand R2, wir haben hier unseren Widerstand R1 und wir haben unsere Spule L und den Strom I hier und die Spannung UL. Okay. Also das Erste, was wir machen, ist, wir können die beiden Widerstände können wir zu einem Widerstand zusammenfassen und der hat dann U2 waren 3 Ohm, R2 waren 3 Ohm, glaube ich. Schauen wir schnell. 3 Ohm und R2 waren, und R1 waren 2 Ohm. Also haben wir eine Summe hier 5 Ohm. Also, das heißt, wir haben hier die Spule parallel zu einem 5 Ohm Widerstand und dann können wir die Zeitkonstante berechnen. Die Formel muss man wissen, R durch L und das wären jetzt einfach 0,025 Henry geteilt durch 2, nee, geteilt durch 5 Ohm und Henry durch Ohm, da kommt eine Zeit raus und dann kommt halt hier 5 Millisekunden raus. Okay. Das ist das Erste, was wir wissen. Das heißt, die Zeitkonstante sind 5 Millisekunden und den Ausschalt, den zweiten Zeitpunkt, den machen wir auch gleich. T gleich, wo sind wir jetzt? T gleich 25 Millisekunden. Gehen wir in die Schalterstellung 2. Da, was passiert hier? Schalten wir wieder zurück. Dort wird wieder umgeschalten. Und dann haben wir nur noch den Widerstand R1, die Spule L und sonst nichts. L, die Spannung UL und den Strom I. Und auch hier berechnen wir die Zeitkonstante. Tau ist gleich wieder unser L geteilt durch den Widerstand R1. Das ist, muss man wieder wissen, die Spannungsquelle, die vernachlässigt man jetzt einfach. Und dann bleibt einfach nur L durch R1 stehen. Und dann kommt als Ergebnis raus 12,5 Millisekunden. Okay. Gut. Jetzt muss man sich ein paar Dinge noch überlegen. Gehen wir zum Zeitpunkt T gleich 0. Da sind wir genau dann hier. Und wir wissen ja, zum Zeitpunkt T gleich 0 fließt der Strom 5 Ampere durch die Spule durch. Und wenn wir den Schalter umlegen, dann wird der Strom weiterhin hier durch die Spule durchfliegen. Die Spule wehrt sich dagegen, dass sich der Strom schnell ändert. Das heißt, das Ganze hier wird weiter durchfließen und der Strom wird, je länger es dauert, desto weiter wird der Strom abnehmen und sehr viel später wird der Strom irgendwann mal 0 sein. Jetzt haben wir die Zeitkonstante von 5 Millisekunden berechnet, das heißt von hier nach hier sind es 5 Millisekunden. Also ich zeige jetzt mal, wie man das macht. Man zeichnet hier eine Tangente ein von dem Startwert zu dem Endwert. Der Endwert würde irgendwann mal 0 Ampere sein und dann kann man hier eine E-Funktion versuchen hineinzulegen. Die schmiegt sich hier an und geht dann in etwa so. Ich mache es nochmal anders, dass die Farben ein bisschen besser sind. Also wir haben hier die Tangente und
unsere Exponentialfunktion beginnt hier, klingt dann hier mit der Zeit ab. Gut. Kurze Überlegung. Wie schaut es mit der Spannung aus? Mit der Spannung UL? Kann man es auch schnell überlegen. Wir wissen, zu dem Zeitpunkt t gleich 0, damit das alles noch ein bisschen einfacher wird, zeichne ich hier das Ersatzschaltbild mit dem 5 Ohm Widerstand ein. Okay. Wir wissen, zum Zeitpunkt t gleich 0 fließen 5 Ampere hier durch. Das heißt, wir haben hier über den Widerstand haben wir einen Spannungsabfall und haben wir hier einen Spannungsabfall UR und den können wir ja berechnen. UR ist ja einfach nichts anderes wie 5 Ohm mal 5 Ampere und das wären 25 Volt. Das heißt, über den Widerstand fallen 25 Volt ab. Und wenn man sich den Pfeil ansieht, Stromrichtung so durch, Pfeil geht quasi nach oben. Hier haben wir die beiden Knotenpunkte, sind die gleichen Knotenpunkte, die hier an der Spule anliegen. Nur, dass der Spannungspfeil der Spule in die gegengesetzte Richtung geht. Das heißt, zum Zeitpunkt t gleich 0 liegen hier minus 25 Volt an. Okay, können wir das auch wieder einzeichnen. Also, hier geht das Ganze auf minus 25 Volt. Und auch hier gleiche Vorgehensweise. Zeichnen wieder unsere Tangente ein. Und die Spannung, die nimmt einfach mit der Zeit, nimmt die ab. Hier schmiegt sie sich noch an die Tangente. Und irgendwann wird auch diese Spannung 0. Okay. Dann geht es weiter mit dem nächsten oder mit der nächsten Schalterstellung, wieder Schalterstellung 2. Da macht man wieder folgende Überlegung. Unsere Zeitkonstante sind wieder 12,5 Millisekunden. Wenn ich den Schalter schließe, also ich mache den Schalter zu, dann fließt erstmal kein Strom, weil die Spule wehrt sich dagegen, dass jetzt hier ein Strom durchfließt. Und wenn dann viel Zeit vergeht, also sagen wir einfach mal bei t gleich 100, ja, oder 100 Millisekunden, dann verhält sich die Spule wieder wie ein Kurzschluss und es fließen, haben wir ja vorhin schon berechnet, 5 Ampere. Weil der Widerstand R1 gleich 2 Ohm ist. Das heißt, wenn viel Zeit vergeht, dann ist die Spule in Kurzschluss und dann fließen wieder 5 Ampere. Okay. Da geht man dann folgendermaßen vor. Also hier in ganz später Zeit, hier hinten irgendwo, fließen wieder 5 Ampere zum Zeitpunkt 25 Millisekunden, wären wir ja hier, ist der Strom 0 und der wird dann irgendwie so steigen. Okay, aber wie genau, das können wir auch wieder konstruieren. Deswegen hier die gedachte 5 Ampere Linie. Auch hier machen wir wieder eine Tangente, die beginnt hier und geht hier oben bis 5 Ampere und weiter dann auf 12,5 Millisekunden. Okay, wo sind die 12,5 Millisekunden? Das hier sind 12,5 Millisekunden. Das ist unsere Zeitkonstante, wo diese Gerade den Wert 5 Ampere schneidet. Und dann kann man das wieder so einzeichnen. Und irgendwann wird der Strom 5 Ampere fließen. Gut, wie schaut es mit der Spannung aus? Überlegen wir uns das auch noch mal kurz.
Zum Einschaltzeitpunkt, also 25 Millisekunden, fließt ja kein Strom. Das heißt, der Spannungsabfall hier ist 0 Volt, fließt ja kein Strom durch. Und wenn man dann sich hier eine Masche aufzeichnet, dann kann man darauf schließen, dass zum Zeitpunkt 25 Millisekunden ist UL ist gleich UQ. Weil die Spannung, die hier von der Spannungsquelle aufgebracht wird, da die nicht über den Widerstand abfällt, muss sie natürlich über die Spule abfallen. Die verhält sich ja wie ein Leerlauf. Und zum sehr weiten Zeitpunkt, also was weiß ich, T gleich 100 Millisekunden, verhält sich die Spule wie ein Kurzschluss. Und die Spannung über einen Kurzschluss ist 0. Das heißt, wir können auch das wieder einzeichnen. Also, hier beträgt die Spannung an der Spule, beträgt 10 Volt. Und auch hier zeichnen wir wieder die Zeitkonstante an, hier von hier nach, hier sind es wieder unsere 12,5 Millisekunden. Und dann können wir jetzt hier schön die Tangente wieder einzeichnen. Ja, das war nicht schön. Also hier schneidet es, ist in der Nähe von der Tangente und hier wird dann die Spannung irgendwann mal 0. Nochmal zusammenfassend, wie geht man so eine Aufgabe ran? Man überlegt sich die verschiedenen Zeitpunkte, wo passiert was. Man muss wissen, zum Einschaltzeitpunkt verhält sich eine Spule wie ein Leerlauf. Das heißt, die will ja dass sich der Strom nicht ändert. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr verhält sich die Spule dann wie ein Kurzschluss. Das sind die beiden Dinge. Und dann stellt man einfach immer nur aus, einmal zu dem Zeitpunkt, wo der Schaltvorgang stattfindet und einmal zu einem weit entfernten Zeitpunkt kann man dann Strom und Spannung bestimmen. Okay, es geht um die Aufgabe C, die letzte. Nach welcher Zeit sind beide Teilspannungen UR und UL gleich groß? Okay, das kommt eigentlich nur bei einer Schalterstellung in Frage, und zwar bei Schalterstellung 2, wo wir das Ganze wieder schließen, weil bei Schalterstellung 1 in dem Bereich ist ja UL immer minus UR. Das heißt, die können nie gleich groß sein, weil sie gegensätzliche Polarität haben. Das heißt, das ist nur bei Schalterstellung 2 möglich. Okay, wie schaut bei Schalterstellung 2 die ganze Schaltung aus? Wir haben hier unseren Widerstand R1, wir haben hier unsere Spule. Vorne die Spannungsquelle mit UQ. Wir haben hier einen Spannungsabfall UR. Wir haben hier einen Spannungsabfall UL. Und die sollen beide gleich groß sein. UR gleich UL. Und wenn die beide gleich groß sind, wir wissen, die Quelle hat 10 Volt. Das heißt, logischerweise, hier müssen 5 Volt abfallen und hier müssen auch 5 Volt abfallen. Okay, wenn man so weit mal gekommen ist, dann ist es schon mal nicht schlecht. Wir wissen, die Zeitkonstante Tau steht auch noch hier oben. Das war wieder L durch R1 und da kam raus 12,5 Millisekunden. Und jetzt kommt es nur noch darauf an, dass wir die richtige Formel finden. Dazu kurz die Überlegung. Wie schaut die Spannung an der Spule aus? Zum Einschaltzeitpunkt beträgt die UQ und dann nimmt sie ab und wird dann 0. Das heißt, überlegen wir uns schnell, also irgendwas UQ, UL von T ist UQ mal, okay, jetzt gibt es wieder die zwei Möglichkeiten, einmal 1 minus E hoch
minus t durch tau oder einfach nur e hoch minus t durch tau. Und eigentlich genügt es, wenn man weiß, dass e hoch 0 gleich 1 ist. Das heißt, zum Zeitpunkt t gleich 0 muss die Spannung an der Spule gleich uq sein. Das heißt, hier muss drinnen stehen e hoch t, t geteilt durch, oder e hoch minus t durch tau. Gut, man kann sich das nochmal überlegen, wie schaut es mit der Spannung UR aus. Das braucht man zwar nicht, aber machen wir auch nochmal. Die Spannung von UR, die soll ja zum Zeitpunkt t gleich 0 sein. Und dann bei, je größer t wird, desto mehr soll sich es an UQ heranwagen. Das heißt, da heißt es dann einfach e hoch minus t durch tau, weil wenn ich für t 0 einsetze, dann steht hier 1 und dann steht hier 1 minus 1 ist 0 und dann ist quasi zu dem Zeitpunkt t gleich 0 der Widerstand oder die Spannung über den Widerstand auch 0. Aber das brauchen wir eigentlich gar nicht, sondern wir wissen ja, UL soll 5 Volt sein. Wir wissen, OQ sind 10 Volt. Wir wissen, E ist gleich minus T durch 12,5 Millisekunden. Oder ich schreibe hier doch Tau hin. Okay, jetzt wandeln wir, machen wir hier kleines. Wir dividieren, bringen das rüber. 5 Volt durch 10 Volt ist gleich 10 Volt durch 10 Volt mal E hoch minus T durch Tau. Das hier oben ist Tau. Okay, war sehr ausführlich. Dieser Teil ist natürlich 1 und dieser Teil sind 0,5. Okay, wie geht's weiter? Die Klammer brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben hier E hoch irgendwas stehen. Das heißt, was wir als nächstes machen müssen, wir müssen hier den Logarithmus anwenden. Ln 0,5 ist gleich ln e hoch minus t durch tau. Und wenn wir das machen, dann bleibt stehen ln 0,5 ist gleich minus t durch tau. Also der ln hier eliminiert die e-Funktion und das Ganze, das wandert dann einfach hier runter. Okay, und jetzt wissen wir einfach, jetzt wandeln wir um. Minus t ist gleich tau mal ln 0,5. Ln 0,5 ist irgendwas kleiner als 0. Und wenn man das in den Taschenrechner eintippt, kommt hier raus, dass das Ganze minus 0,693 ist. Okay. Das heißt, wir können hier das Plus und das Plus ersetzen und dann steht hier einfach dran, t ist gleich, ich runde es mal, 0,7 mal tau. Und das entspricht circa 8,625 Millisekunden. Okay, wir sind noch nicht ganz fertig, weil die Frage ist ja, nach welcher Zeit sind beide Teilspannungen gleich groß? Das heißt, wir müssen hier noch einen kleinen Offset drauf addieren. Der Schaltvorgang beginnt ja, oder wo wir den Schalter wieder ins Schalterstellung 2 bringen, der beginnt ja erst bei 25 Millisekunden und dann dauert es eben 8, dann vergehen 8, ja, sieht man jetzt leider nicht so gut, hätte ich ein bisschen schöner zeichnen müssen, dann vergehen ungefähr 8 Millisekunden, bis dann die Spannung den Wert 5 Volt erreicht hat. Das heißt, wir müssen hier noch, das Endergebnis ist dann t ist gleich 25 Millisekunden plus die 8,625 Millisekunden und da kommt dann raus
33,625 Millisekunden. Gut, das war die Aufgabe. Was muss man sich da überlegen? So grob überlegen, wo ist es überhaupt möglich, dass beide Spannungen gleich werden? Und dann einfach in die E-Funktion aufstellen. Wie gesagt, meines Erachtens muss man die Formel nicht auswendig wissen, sondern man muss wissen eigentlich nur, dass E hoch 0 gleich 1 ist. Und dann kann man sich die schnell überlegen. Genau hier, Logarithmus muss man noch aufpassen, dass man damit die E-Funktion eliminiert. Aber ansonsten sollte die nicht so schwierig sein zu lösen.